Moin Leute, Trimax hier. In dieser Episode erfahrt ihr, wie man den Royal Giant richtig countert. Der Royal Giant wurde ja in den Balance Changes, in dem Update davor, stark verbessert, er wurde stark gebufft. Er hat ja eine Range, also ein Feld dazu bekommen, aus welcher er dann die Tower angreifen kann. Somit outrange der Royal Giant auch den Inferno-Turm, den Bombenturm, die Kanone, den alles Mögliche. Er kann einfach außerhalb der Range die Defensivgebäude angreifen. Der Royal Giant kann auf zwei verschiedene Art und Weisen gecountert werden. Einmal, wie eben schon erwähnt, die Gebäude. Und das zweite wäre hoher Schaden. Gegen den Royal Giant bringt es ja nichts, wenn man irgendwie eine Tanky-Truppe platziert. Da geht es wirklich nur um den Schaden. Und deswegen seht ihr hier jetzt schon die Einheiten, die den Royal Giant kontern. Ich nehme mal noch den Inferno-Turm mit rein. Den darf man nämlich auf keinen Fall vergessen. Ist in vielen Situationen ganz okay gegen den Royal Giant. Ich bevorzuge aber eine andere Variation. Dazu kommen wir aber später. Ja, hier seht ihr die Einheiten. Entweder ihr braucht einfach nur viel Schaden gegen den Royal Giant. Entweder setzt ihr Skelette oder Kobolde ein. Die werden dann aber meistens weggesappt. Kann man machen. Ist relativ kostengünstig. Wenn es funktioniert, ist eine geile Sache. Wenn nicht, ja, hat das keinen hohen Nutzen. Die anderen drei Karten, mit denen man gut den Royal Giant counter kann, weil sie einfach hohen Schaden haben, wären die Barbaren, da die auch noch sehr schön tanky sind. Ihr kennt es ja selber, wenn ihr die Barbaren einsetzt, gegen den Royal Giant, der fällt mit 4 Hits, also 4x4 Hits von den Barbaren schon um, wenn der in Tower Range ist. Und dann könnt ihr die Barbaren auch noch wunderbar in der Offensive verwenden. Allerdings könnte man auch die Minion-Horde verwenden. Da muss man aber aufpassen, oft hat der Gegner Pfeile ready. Also die Minion-Horde nicht der beste Konter gegen den Royal Giant, aber es funktioniert natürlich auch. Und noch ein weiterer sehr beliebter Counter, der Mini-Packer. Ihr wisst selber, unglaublich viel Schaden. Relativ schnell eingesetzt. Kostet 4 Elixier, der Royal Giant kostet 6 Elixier. Und ich glaube, der Royal Giant kriegt dann nur so 2-3 Hits auf den Turm, bevor er dann tot ist. Genau, die Skeletons hatten wir schon erwähnt. Noch sehr interessant ist der defensive Freeze-Spell gegen den Royal Giant. Viele vergessen den, kann man auf jeden Fall auch machen. Der Royal Giant kostet 6 Elixier, der defensive Freeze würde dann 4 Elixier kosten. Dann tut ihr noch irgendwie eine Kanone dazu, das Ganze in Tower Range oder Kobold oder Skeletons, irgendwas Günstiges in Kombination mit dem defensiven Freeze-Spell. Auch eine gute Sache. Und dann gibt es natürlich noch die Gebäude. Dort bevorzuge ich allerdings die Kanone in einer Kombination mit weiteren Karten. Der Inferno-Turm an sich, ich finde die Karte nicht so gut, wobei sie auch in gewissen Situationen, in gewissen Szenarien gegen den Royal Giant funktionieren kann. Gut, dann werde ich euch jetzt vorstellen, wie man diese Karten einsetzt, um den Royal Giant dann zu kontern. So, kommen wir gleich zum ersten Tipp. Viele Spieler, denen ich zugeguckt habe, haben es nicht geschafft, den Royal Giant mit einer Kanone, einem Tombstone, Bombenturm, Inferno-Turm, ja sogar die Elixierpumpe, alle möglichen Gebäude innerhalb der Tower Range angreifen zu lassen. Ich zeige euch jetzt mal hier, wie ab und zu die Kanone gesetzt wird. So ist es natürlich falsch. Der Royal Giant kann jetzt, die Kanone töten. Nicht nur das, die Kanone kann den Royal Giant nicht angreifen und der rechte Arena Tower kann den Royal Giant logischerweise auch nicht angreifen. Aber wie gesagt, viele Zuschauer haben mir Gameplays geschickt, was sie falsch machen und da kam dann sowas bei raus. Die Kanone war natürlich eine komplette Verschwendung. Eine komplette Verschwendung von 3 Elixier und der Royal Giant hat freies Schussfeld. So, das nächste Szenario wäre das genaue Gegenteil. Die Kanone wird zu spät platziert. So, der Royal Giant kommt und fokussiert schon den Tower. Und dann wird erst die Kanone eingesetzt. Ist, ich würde sagen, es ist fast genauso falsch. Also es bringt gar nichts. Der Royal Giant, jetzt gesehen, wie viel Damage er rausgehauen hat, jetzt hier an den Turm. Und die Kanone hat noch Full Life und läuft jetzt einfach aus. Also das ist auch eine ziemliche Verschwendung. Da kriegt der eigene Turm unnötig viel Schaden. So, hier jetzt nochmal, wie man es richtig machen sollte. Ich mache das jetzt mal in halber Geschwindigkeit. Der Royal Giant kommt und ihr müsst ja auch noch berücksichtigen, wenn ihr jetzt zum Beispiel
die Kanone einsetzt, dann dauert das ja irgendwie noch 0,5 Sekunden oder eine Sekunde. Ich weiß es gerade nicht genau. Dauert ja etwas, bis die Kanone dann wirklich da ist. So, die Kanone eingesetzt. Und jetzt seht ihr, das sehr gut. Der Royal Giant greift in erster Linie die Kanone an. Das ist natürlich genau das, was wir wollen. Und der Arena Tower greift ebenfalls den Royal Giant an. Das ist schon mal so die... die Basis, die ihr können müsst, wenn ihr gegen den Royal Giant spielt, setzt die Kanone oder ich weiß nicht, was ihr dabei habt, Bombenturm, Inferno-Turm, Tombstone, alles mögliche, setzt es genau in diesem Moment ein, um dann den Royal Giant zu countern. Das war jetzt ein, klar, der Royal Giant kriegt jetzt noch ein paar Hits raus, aber das war jetzt ein ganz guter Elixir-Trade. Der Royal Giant kostet 6 Elixier, die Kanone nur 3. Also ich hätte jetzt noch 3 Elixier übrig, um den Royal Giant anzugreifen. Später werdet ihr das dann auch noch sehen. Das nur erstmal zur Basis, das müsst ihr auf jeden Fall können. So, falls ihr dann doch noch mal einen Fehler machen solltet und die Kanone zu spät platziert, wie in diesem Beispiel, dann könnt ihr auch noch, klar, es ist teurer, könnt ihr jetzt nachträglich noch einen Zap einsetzen. Dadurch wird der Royal Giant kurz gestunt und greift jetzt nicht mehr den Turm an und greift jetzt die Kanone an. Sozusagen, wenn ihr den Fehler schon gemacht habt. So ein bisschen zum Ausgleich. Jetzt hat das Ganze aber schon, die Kanone kostet 3 Elixier. Und der Sepp 2. Jetzt war das nicht wirklich ein guter Elixir-Trade an der Stelle. Der Royal Giant hat ja auch noch einige Hits rausbekommen an den Turm. So, jetzt hier noch einen kleinen Trick, den manche von euch vielleicht noch nicht kennen. Falls ihr keinen Sepp dabei haben solltet, hat ja nicht jeder von euch einen Sepp dabei oder einen Freeze, womit man stunnen kann, dann könnt ihr auch, ich zeige es jetzt nochmal so zur Fehlerbehebung, ich setze die Kanone wieder zu spät, so, aber man braucht kein Zap, um dafür zu sorgen, damit der Royal Giant etwas anderes angreift, damit er jetzt die Kanone angreift. Achtet mal darauf, wie ich die Kobolde einsetze. Ich setze die Kobolde seitlich neben den Royal Giant. Die verschieben den Royal Giant. Na, wo kommt's? Die verschieben den Royal Giant und jetzt greift der Royal Giant ganz einfach die Kanone an. Also das funktioniert auch. Ist in der Praxis manchmal schwierig anzuwenden, da man das einfach vergisst, dass man da, man denkt da einfach nicht dran. Aber es funktioniert. Die Pros machen, und ihr habt es auch gesehen, es ist äußerst effektiv. Nicht nur, dass der Royal Giant jetzt die Kanone angegriffen hat, nein. Die Kobolde haben zusätzlich noch den Royal Giant angegriffen und die Kobolde können jetzt noch in der Offensive verwendet werden. Also ein sehr, sehr starker Zug jetzt, um einen Royal Giant zu kontern. Kommen wir zum nächsten Trick. Dieser Trick funktioniert mit einem Gebäude. In diesem Fall nehme ich die Kanone. Viele von euch kennen den wahrscheinlich schon, einige unter euch aber noch nicht. Deswegen stelle ich ihn hier jetzt nochmal vor. Der funktioniert nur, wenn ihr schon einen Turm zerstört habt, wie in diesem Fall. Ich lasse den Royal Giant kommen. Er greift jetzt gleich meinen Turm an. Und ähnlich eben wie mit den Kobolden, wo ich den Royal Giant verschoben habe, verschiebe ich den Royal Giant jetzt mit der Kanone. Dafür muss sie genau an diesen Spot gespielt werden. Da geht kein anderer. Genau da muss die Kanone hin. Der Royal Giant, die Hitbox vom Royal Giant wird nach hinten verschoben. Der Royal Giant greift jetzt die Kanone an. Und die Kanone und der Turm greifen beide den Royal Giant an. Auf jeden Fall eine gute Sache. Solltet ihr immer im Hinterkopf behalten, wenn ihr schon 1-0 in Führung legt gegen den Royal Giant. Hier jetzt nochmal, wie ich den Royal Giant am öftesten counter, wie ich es am einfachsten finde, am effektivsten. Ich lasse den Royal Giant kommen, platziere die Kanone im richtigen Moment. Jetzt wird der Royal Giant vom Turm, von der Kanone angegriffen. Er selber greift die Kanone an. Mein Tower kriegt keinen Schaden. Ich setze noch die Kobolde dazu, die kosten wenig, haben unglaublich viel Schaden. Ihr seht es jetzt hier, ich spiele das mal in halber Geschwindigkeit ab. Die Kanone schießt, der Turm schießt, die Kobolde hauen drauf. Und der Royal Giant bekommt keinen einzigen Hit an den Turm ran. Und nicht nur, dass wir jetzt noch die Kobolde selber in der Offensive verwenden können, wir sind sogar ein Elixier ins Plus gekommen. Ein Elixier ins Plus geraten. So könnt ihr das machen, wenn der Royal Giant ganz alleine isoliert in eure Hälfte geschickt wird. Ich habe es eben erwähnt, es funktioniert nur, wenn ihr bereits den Turm auf der Seite, wo der Royal Giant angreift, schon down habt.
Ich zeige euch erstmal hier ganz kurz das Szenario. Wenn der gegenüberliegende Turm vom Gegner noch steht, ich wähle wieder die Kanone aus und kann die Kanone jetzt nicht an den gewünschten, an der gewünschten Stelle platzieren. Ich platziere die Kanone so weit es geht nach vorne, bringt aber nichts. Der Royal Giant greift weiterhin den Turm an. Also der Trick funktioniert nur, wenn der gegnerische Turm schon gefallen ist. Dieses Zurückdrückens des Royal Giants funktioniert natürlich nicht nur in einem Szenario. Ich zeige euch jetzt nochmal ein paar Möglichkeiten, wie ihr den Royal Giant verschieben könnt und es euch auch was nutzt. In diesem Fall mal mit dem Inferno-Turm. Nochmal generell was gesagt zu dem Inferno-Turm. Ich finde die Kanone in Kombination mit Kobolden oder sonst irgendwelchen günstigen Einheiten zum Kontern des Royal Giants besser. Ich würde jetzt niemals auf die Idee kommen, extra wegen dem Royal Giant einen Inferno-Turm mitzunehmen. Aber in diesem Beispiel nehme ich jetzt mal den Inferno-Turm, weil es ganz einfach auch funktioniert. So, der Gegner setzt den Royal Giant. Der Royal Giant greift den Turm an. Und das ist jetzt wieder hier, es gibt nur einen Spot, wo es funktioniert. Den müsst ihr genau da hinpacken, sonst funktioniert der Trick nicht. So, ich setze jetzt den Inferno-Turm in die Hitbox des Royal Giants. Der Royal Giant wird nach hinten verschoben. Der Inferno-Turm greift den Royal Giant an. Und auch der Arena-Tower greift den Royal Giant an. Und der fällt jetzt hier relativ schnell um. Also, ich zeige euch die Szenarien nur, damit ihr so ein bisschen Gefühl dafür bekommt, wann ihr den Royal Giant effektiv, effizient wegdrücken könnt und es euch auch was bringt. Hier noch ein weiteres Beispiel auf der anderen Seite. Wieder mit dem Beispiel, wo ihr den Inferno-Turm hinsetzen müsst. Der Royal Giant kommt, greift den Tower an. Ihr habt euren Inferno-Turm zu spät platziert, diesen Fehler wollt ihr beheben. Setzt jetzt den Inferno-Turm in die Hitbox des Royal Giants. Der Royal Giant wird nach hinten geschoben, greift jetzt den Inferno-Turm an. Ist es immer wieder das Gleiche, aber sehr, sehr effektiv. Sehr effektiv auf jeden Fall. Hier jetzt nochmal ein Beispiel, wie man es falsch macht. Es kommt dann wirklich genau darauf an, wie man den Inferno-Turm platziert. In diesem Fall wird der Inferno-Turm ganz leicht hinter die Hitbox des Royal Giants gesetzt. Und dann wird der Royal Giant nur in Richtung des Towers geschoben und greift den King Tower weiterhin an. Der Inferno-Turm bleibt bei vollem Leben. So würde ich es auf jeden Fall nicht machen. Das ist eine ordentliche Elixierverschwendung oder der King Tower kriegt extremst viel unnötigen Schaden. Eine ganz simple Verteidigung gegen den Royal Giant wäre einfach nur Kobolde und Skeletons. Das dürft ihr allerdings nur, also ich würde es euch nur empfehlen, dies einzusetzen, wenn ihr euch sicher seid, dass der Gegner keinen Zap mehr ready hat. Ihr setzt einfach Skeletons ein und Kobolde, das kostet zusammen nur 3 Elixier. Der Royal Giant kostet 6 Elixier. Er kriegt jetzt nur 2, weiß nicht, waren das jetzt 2 oder 3 Hits, auf den Turm. Das lohnt sich auf jeden Fall nicht. Der Gegner gerät jetzt hier 3 Elixier ins Minus und ihr könnt noch eure Kobolde und Skelette in der Offensive verwenden. Also auch eine ganz gute Sache, ganz einfach, ganz leicht. Skelette wurden ja auch im letzten Update gebufft, wurden besser gemacht, haben jetzt deutlich mehr Schaden. Also für sowas kann man die da auf jeden Fall einsetzen. Damit ihr wisst, was gegen den Royal Giant stark ist, müsst ihr euch natürlich auch mit dem Royal Giant selber auskennen. Der Royal Giant ist extremst stark oder wird nochmal zusätzlich stärker, wenn der Gegner bereits oder wenn ihr bereits schon einen Turm habt, dann könnt ihr den Royal Giant vorne an die Ecke platzieren. Ich zeige es jetzt mal hier in diesem Beispiel. So wäre es falsch. Der King Tower und der Arena Tower greifen beide den Royal Giant an. Ich zeige es gleich nochmal im anderen Szenario, wie man den Royal Giant besser einsetzen kann. Und das werden dann auch eure Gegner tun. So, jetzt hier nochmal genau das gleiche. Mit einem kleinen Unterschied. Ich habe den Royal Giant ein Feld weiter nach hinten gesetzt. Jetzt kann der Royal Giant den Arena Tower angreifen, ohne vom King Tower angegriffen zu werden. Das kennt ihr wahrscheinlich schon, ist euch schon mehrmals passiert. Wenn man gegen den Royal Giant spielt, ist das schon echt blöd. Das ist komplett OP. Der Royal Giant steht mitten in eurer Hälfte, kriegt den Tower platt, ohne irgendwie richtig großartig Schaden zu kassieren. Das ist schon extremst stark. Also, der Tipp, wenn ihr bereits 1-0 hinten liegt, dürft ihr nicht vergessen, dass der Gegner den Royal Giant auf diesen Spot tun kann. Oder er wird es auf jeden Fall tun, wenn er Ahnung von dem Spiel hat. Und darauf müsst ihr dann einfach
vorbereitet sein. Das nochmal so als, als kleinen Tipp. Jetzt kommen wir nochmal zu ein paar realistischen Szenarien. Der Royal Giant wird ja nicht alleine eingesetzt. Der wird ja meistens in Kombination mit anderen Truppen eingesetzt. Wenn ihr zum Beispiel den Inferno-Turm habt. Der Inferno-Turm ist ja vollkommen okay gegen den Royal Giant. Kann den ganz gut verteidigen. Wenn jetzt aber der Gegner weiß, dass ihr den Royal Giant habt, dann wird der Gegner den Royal Giant nicht alleine einsetzen, sondern setzt Skeletons und Kobolde davor. Wenn ihr jetzt den Inferno-Turm einsetzt, dann ist der sehr schwach und würde auch sehr schnell down gehen. Deswegen behaltet immer etwas Flächenschaden auf der Hand, wenn ihr gegen den Royal Giant spielt. Wenn er zum Beispiel jetzt Skelette und Kobolde einsetzt, dann ist es natürlich sehr gut, wenn ihr den Sepp auf der Hand habt. Die gehen alle sofort down. Sogar der Royal Giant ist noch kurz gestunt und der Inferno-Turm kann den Royal Giant wieder angreifen. Aber es kann natürlich auch sein, dass der Gegner irgendwie den Royal Giant mit Barbaren unterstützt, dann haut ihr dann Feuerball rein. Da gibt es ganz, ganz, ganz viele Kombinationen, die man mit dem Royal Giant bringen kann. Also auf jeden Fall, ihr solltet, wenn ihr den Inferno-Turm setzt, immer noch selber etwas Flächenschaden am Start haben. Eine weitere sehr, sehr starke Verteidigung gegen den Royal Giant, ich habe es am Anfang des Videos schon erwähnt, ist der defensive Freespell. Der Royal Giant wird ja oft mit Barbaren eingesetzt. Man sieht es sehr oft, ich habe schon sehr oft gegen diese Kombination gespielt. Da ist das natürlich extremst stark. Allerdings kann man den defensiven Freespell auch in anderen Szenarien verwenden, wo man zum Beispiel eine Minion-Horde einfriert oder sonstiges. Ihr müsst auch keine Valkyrie einsetzen. Ihr könnt auch selber eine Minion-Horde einsetzen, wenn ihr alles eingefroren habt. Ihr könnt Barbaren einsetzen, Kobolde, Skeletons. Da kann man alles Mögliche machen. In diesem Szenario kam jetzt der Gegner mit dem Royal Giant und den Barbaren. Eine typische Kombination. Mein Turm hat nur 520 HP. Und ich setze die Valkyrie ein, friere das Ganze ein. Das sieht ganz gut aus. Die Barbaren sind direkt tot. Der Royal Giant lebt natürlich noch. Die Valkyrie dient aber ganz guten Damage. Der Tower auch. Ich zappe den Royal Giant nochmal, sodass er keinen weiteren Hit rausbekommt. Und der Tower überlebt das Ganze sogar noch. Auf jeden Fall eine sehr, sehr starke Sache. Falls ihr den Frostzauber, den Freespell dabei haben solltet, setzt ihn auch mal in der Defensive gegen den Royal Giant ein. Funktioniert sehr, sehr gut. So, zum Schluss jetzt nochmal ganz kurz die besten Karten vorgestellt, die man gegen den Royal Giant einsetzen kann. Ganz klar, der Mini-Packer ist dabei. Ihr wisst es selber, ihr habt es selber schon mal bestimmt gemerkt, als ihr den Royal Giant selber gespielt habt oder euer Gegner den Royal Giant hatte und ihr den Mini-Packer hattet, mit nur 4 Hits und mit Hilfe des Towers kriegt der Mini-Packer den Royal Giant tot und man kann jetzt zusätzlich ja selber noch den Mini-Packer in der Offensive verwenden. Also auf jeden Fall eine richtig gute Sache mit dem Mini-Packer. Eine ebenfalls sehr starke Karte gegen den Royal Giant in der Verteidigung ist die Minion-Horde. Ihr seht das hier, wie schnell der Royal Giant umfällt. Der hat nur 3 Hits rausbekommen. Danach könnt ihr auch die Minion-Horde selber noch in der Offensive verwenden. Allerdings, ich selber würde keine Minion-Horde gegen den Gegner einsetzen, wenn ihr einen Royal Giant platziert. Mal angenommen, der Gegner setzt den Royal Giant und wir selber haben nur 5 Elixier. Wenn wir dann die Minion-Horde einsetzen und der Gegner setzt Pfeile oder einen Feuerball, dann ist der Royal Giant komplett ungehindert an unserem Turm dran. Also die Minion-Horde sehr, sehr viel Schaden, kann aber meiner Meinung nach zu leicht gekontert werden, als dass man sie in der Verteidigung einsetzt. Denn wenn der Gegner weiß, dass wir die Minion-Horde haben und das unsere einzige richtige Karte ist, womit wir den Royal Giant relativ schnell ausschalten können, dann könnte es sein, dass der Gegner schon auf Verdacht die Pfeile wirft, wie in diesem Beispiel. Ihr habt es gesehen, die Minion-Horde hat keine ganze Sekunde gelebt und jetzt ist der Royal Giant ungehindert an unserem Turm dran. Und wenn man jetzt kein weiteres Elixier mehr hat für die Verteidigung, dann ist das Game schon, na gut, noch nicht verloren, aber ihr legt dann relativ schnell 1:0 hinten. Die wohl stärkste Karte, also die wohl stärkste Truppe überhaupt gegen den Royal Giant sind, ihr wisst es selber, die Barbaren, sehr, sehr viel Schaden und auch sehr, sehr viel, sehr, sehr tanky sind die Einheiten. Selbst wenn der Gegner jetzt einen Feuerball wirft oder einen Bomber einsetzt oder einen Magier einsetzt, werden diese Karten es auf keinen Fall schaffen, die Barbaren zu töten, bevor der Royal Giant down ist. Und
Jetzt könnt ihr sogar noch die Barbaren in der Offensive verwenden. Das konntet ihr auch bei dem Mini-Packer oder bei der Minion-Horde. Allerdings sind die Barbaren resistenter, wenn jetzt der Gegner irgendwas einsetzt. Ihr könnt jetzt zum Beispiel einfach noch, gut, in diesem Beispiel hau ich da die Skelette hinter. Nehmen wir mal an, ihr habt noch irgendwie einen Magier oder einen Musketier, Bogenschützen, Speargoblins, irgendwas. Die könnt ihr einfach hinter die Barbaren packen und schon habt ihr eine perfekte oder eine sehr starke Offensive, nachdem ihr so effektiv den Royal Giant gecountert habt. So, das war's auch schon mit dem Video, wie man den Royal Giant richtig countert. Ich hoffe, es waren einige Tipps für euch dabei, damit ihr nicht mehr so viel Probleme gegen den Royal Giant in Zukunft habt. Er ist natürlich gerade OP, er gehört zu den stärksten Karten momentan, aber ich denke, mit diesen Tipps und Tricks kommt man einigermaßen besser aus, besser klar gegen den Royal Giant. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr einen Like da lasst. Dann werde ich mich bald an die nächste Episode ranmachen, wie man einige Karten countert. Das war jetzt, glaube ich, das fünfte Video der Tipps-Serie. Vielleicht auch das vierte, ich weiß es gar nicht. Ich streame immer montags und mittwochs ab 18 Uhr live auf Twitch. Da könnt ihr mir zugucken. Des Weiteren streame ich ab und zu noch spontan. Diese spontanen Streams, die kündige ich auf YouTube an. Also lasst ein Abo da, um nichts zu verpassen. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Haut rein, Leute.